Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Obscurity mit Link und Rothermoon. Hallo. Hallo. Ich war mir gar nicht sicher, ob du nochmal dran warst, aber okay. Ich glaub schon. Wenn nicht, dann halt nicht. So, Laub haben wir auch jede Menge jetzt im ME. Auch wieder warm. Also rein theoretisch, Link, habe ich jetzt erstmal alle Schablonen fertig und von den meisten Sachen kannst auch. Kannst du mir noch eine Schablone aus Eimer, wird mich Eimer machen? Ja. Eimer. Aus Eimer. Also, Moment. Wird Milcheimer. Aus Eimer. Zack. Wird Milcheimer. Hab ich, ja. Ja. Da legst du einen Eimer rein. Der braucht oben noch einen Input. Wo bist du denn? Musst du hoch. Oben. Wo musst du hier? Ist ja voll schön geworden hier. Wo bist du denn? Ich glaube, ich bin bei dem Bienen. Brauchst du zum ME-System? Nee, bin ich nicht. Ich bin bei Towncraft. Da baut Link gerade rum. Ja. Würfen wir das Ding zu. Da. Ja, gut. Also klar. Irgendwo hier muss ich jetzt noch den. Genau da. Das müsste ja Milch einmal theoretisch craften können. Mal kurz alle leer. Oh Gott. Na dann bin ich mal gespannt. Ich gucke. Passt schon mit Ansage und so. Okay, dann kann Milch einmal craften. Ja, nice. Okay. Ja, theoretisch habe ich die Runen auch alle, sofern ich nirgendwo was falsch gemacht habe. So. Bis welchen hast du denn gemacht? Es gibt ja verschiedene Tiers. Alle? Alle? Mhm. Auch die. Alle, Pride, alle? Envy, Wrath und Sloth? Die wahrscheinlich noch nicht. Rune? Ich habe alle gemacht, wenn man Rune eingibt. Okay. Alle, sagt sie. Alle. Heißt, dann kommst du in das erste. Mhm. Wo die Wasser rein ist, kommt jetzt noch die. Spring. Die was? Frühling. Frühling, ja. Mana. Sommer, Herbst, Winter, Mana, ja. Und dann, bei mir heißt es Sloth, das ist Doppelpunkt 12, keine Ahnung, wie die bei dir heißt. Doppelpunkt 12. Das ist, Trägheit, ja. Warte, nein. Doch nicht? Hier muss noch die Elsch. Und die nimm mal die andere auch wieder raus, die letzte. Also Mana wieder raus. Ja. Muss hier noch du schmeißt mir eine Hexe draus einfach. Auf deinem Dach ist sie gespawnt. Die Elf. Nein. Die Elf. Das ist die Gier-Rune. Die Gier. Gier, ja. Und die. Alter, Hexe, geh mir doch nicht auf den Sack, ey. Geh mir nicht auf den Sack. Hau einfach ab. Hörst du Rather sterben? Ja. Ach, Quatsch. Aber nicht einer normalen Hexe. Ich verstehe gerade nicht mehr, wie ich das gedacht hatte. Ich habe nur keinen Bock zu bekämpfen und schmeiß halt Sachen auf mich. Ich sterbe, glaube ich, gerade vor Dunkelheit. Kann das sein? Der hat von vielen Dingen. Ist mir irgendwann mal aufgeschrieben. Ich muss den Zettel wieder finden. Ja, gut. Spannend! Ja. Okay. Ach, okay, war doch richtig. Mana kommt noch rein. Also Mana kommt die 12. Doch rein. Die 12 war die Trägheit. Warte, hä? Hast du welche rausgenommen? Nein.
Also wir haben jetzt Erde, Frühling. Die letzte raus. Mana. Also die wieder raus, okay. Ja, und Trägheit rein. Trägheit rein. Luft, Sommer, Herbst, Winter, Wollust, Feuer, Wasser, Hochmut, Neid, Zorn, Trägheit, ja. Dann kommt in das zweite Feuer. Feuer? Kann ich mit diesem komischen Sommer. Stab, ja? Link? Ja. Diesen, wie heißt der? Du weißt gar nicht, welchen Stab ich meine. Ja, ich weiß, welchen du meinst. Baumeisterstab. Achso, mit dem. Ah. ja, ich weiß. Kann ich damit die ganze Wände bauen irgendwie? Ja, du setzt dir einmal die Blockreihe vor für die Wand und dann schaust du oben drauf und machst rechts und links, dass die Blöcke, die bei es sind. Was? Du baust dir die Wand einen hoch vor. Einen hoch, die Wand schon mal. Und dann sieht er, welche Blöcke er setzen muss. Ah, guck mal. Und ich mach das hier so kompliziert. Dann die 9. Die 9, das ist die Wollust. Und die 13. Die Zorn, ja. Dann ins nächste. Mhm. Erde. Ach, schon wieder unsere Hexe, ey. Alter, du gehst mir auf den Sack, Hexe, ne? Was? Hochmut. Wo bist du jetzt? Nein. Komm her. Füllerei. Erde haben wir doch schon. Echt? Erde war die erste. Stimmt, da muss Wasser rein. Was, da muss Wasser statt Erde? Ja. Wasser, ja, und da muss Erde. Das dritte Erde. Wo ist jetzt Erde? Da ist Erde, ja. Herbst, ja. 10. 10. 10, 14. Ja. Das heißt Füllerei und Neid. Das ist Neid. Füllerei, ja. Und den Rest dann halt dann so, ne? Ja. Reihenfolge ist egal. Reihenfolge ist egal. Jetzt sind nur wir hier wieder jeweils in den Transfer Notes, die da vorne dranhängen, Filt drin. Was? Wo du da vorne an den Living Rock hängen noch. Oder so Transfer Notes. Ja. Hex, du gehst mir auf den Sack da unten, ne? Du gehst mir sowas von auf den Sack. Da müssen jetzt wieder die dann rein. Das heißt, ich muss alle Runen nochmal einmal aus dem ME holen, die schon drin liegen und die in den Dingens da rein speichern. Der immer rechts davon ist. Also, die von dem ersten kommen in die, die vom zweiten kommen in die. Da, so und da ist Itemfilter, wo Rune der Erde schon drin ist. Okay, gut, dass ich alle Runen ja eh einmal machen musste. Das heißt, ich schmeiße mir jetzt alle Runen nochmal aus dem ME raus. Wo nimmt denn der Stab das eigentlich her? Was? Die Materialien. Aus dem Inventar. Hä? Aus dem Inventar. Nee, aus dem Inventar verliere ich gar nichts. Ah doch, irgendwie schon. So viel hätte ich auch niemals dabei, so viele Steine. Na egal. Stört mich nicht. Was macht mir jetzt schon der Schaden? Achso, Licht. Das Licht. Ich vergesse mal das Licht. Ich vergesse das immer. So, dann die Frühling war da drin, die da war da drin und die da war da drin. Das heißt, ich klicke da drauf, nimm diesen Itemfilter raus, mach Schiff linksklick, rechtsklick, schmeiß die Erde raus, weil die war falsch. Die da und die da rein. Dann stimmt das theoretisch. Boah, ist das eine Arbeit. Glaubst du mir, dass ich bis dahin mit den Blumen schon längst fertig wäre? Nicht? Okay. Da kommen noch so viele. No. Ja, du musst es wissen, du hast die Questreihe geschrieben. Granit, wir brauchen mehr Granit. Wir need mehr Granit. Das da. So. Das da. Moment, wenn ich jetzt hier drauf klicke, geht das auch? Ah, perfekt. Mhm. Ich so, das. Und jetzt. So, und das gleiche jetzt noch für die Blümchen, oder? Wäre einfacher. Nee. Ah, die kann ich jetzt dann ja wirklich dann per Hand machen, ja. Weil wenn ich die Runen habe, dann geht das ja eh dann jetzt dann wirklich zack, denke ich mal. Dürfte jetzt dann ziemlich schnell weitergehen. Oh. Denkst du? Link! Ja.
Ich hab nicht Shift-Links-Klick gemacht auf den einen Item-Filter hier. Na, ist ja wurscht, oder? Weil es war ja eh nichts drin. Also darf ich ja. War nichts drin. Ach Gott, jetzt sag ich dir schon, ich hätte es kaputt gemacht. Ach so, was mir gesagt worden ist, wenn ich bei der Schablone die Sachen noch im Inventar habe, die auch auf diese Schablone gespeichert wurden, dann kann man das so quasi wieder reinmachen, indem man einfach nochmal da draufklickt oder so ähnlich. Das weiß ich nicht. Irgendwie so. So genau weiß ich es auch nicht mehr, ob das jetzt mit einer Tastenkombo war oder einfach nur rechtsklick, das weiß ich nicht mehr. Aber dann soll es angeblich sich wieder reinlegen. Ja gut, also rein theoretisch, wenn ich jetzt nichts falsch gemacht habe, müsste jetzt jede Rune machbar sein. Wenn du nichts falsch gemacht hast, weil ich habe nichts falsch gemacht. Das ist mein Link die Schuld geben, genau. So ist recht. Sehr schön. Und was ist jetzt, wenn der zum Beispiel Mana-Stahl braucht in dem Rezept? Und er hat keinen mehr, dann stellt er sich den automatisch her, weil wir haben ein Rezept für Mana-Stahl. Genau. Boah, das ist Magic. Dann kann ich ja rein theoretisch jetzt froh munter wieder questen, oder? Ah, das Premium, das werden wir jetzt gleich mal testen hier. Kiste, halt dich bereit. Es wird jetzt richtig epic. Ja, Kiste, kannst schon so gucken, es wird episch. Also, ich gucke in der Blümchen Botanica. So, und was haben wir denn zum Beispiel? Hab die unteren, glaube ich, wollte ich machen, ne? Die hier wollte ich machen. Und zwar die Jaded. So. Fackel. Wir sagen immer nur Fackel. Ich mag nicht mehr. Mag jetzt schon nicht mehr. Was magst du nicht? Ach, wenn ich alleine schon daran denke, jetzt wieder die ganzen Blütenblätter noch herstellen zu müssen. Interessant. Reicht zwar jetzt schon wieder. Die kannst du auch automatisieren. Hast du immer noch keine automatisierte Farm für Blüten? Nee, mir geht's alleine um die Blätter. Ja, muss dieses kannst raussuchen, so und so viel Lila, ne, brauche ich und so viele davon brauche ich in dieser aufgewerteten Version. Und auch wenn du willst, kannst du auch mal gerne Bienen machen, das ist kein Problem. Nee, lass mal. Mist, ich dachte, ich hätte endlich jemanden gefunden, der Bienen machen möchte. Leckt bei mir gerade, warum? Was wollte ich denn jetzt noch machen? Jetzt weiß ich es nicht mehr. Ach so, doch. Jetzt müsste es übrigens funktionieren. Was denn? Das ist mein Kuchen und so. Oh, nice. Ja. Danke. War noch auf den Ofen gestellt, statt auf normales Craft. Mhm. So, jetzt möchte ich gerne den ganzen Boden rausreißen. So, das legen wir noch da rein. Wenn ich jetzt alle Runen aus dem ME rausnehme und jede einmal bestelle, boah, dann wüsste ich, ob sie alle gehen. Das wäre der Hammer. Ich glaube, das mache ich jetzt. Ich bestelle jetzt jede einmal. Aber die müsste ich fast in der Reihenfolge... Ja, doch. Blatt. Nee. Tania, Haupthalle. Hä, ich wollte auf Hauptball, nicht auf Bienen. Hallo? Eine brauche ich davon. Okay. Eine. Das heißt, wir brauchen zwei von denen. Ein Link. So. Du hast gesagt, wir haben eine Schüssel im Dings hier. Ja. Diesel. Welche nehme ich denn dafür? Wir haben so viele verschiedene. Normale. Die heißen. Ja, dann gucken wir mal, was wir da machen können, ne? Das da und das. 25 mal 25 macht wie viel? 15. Was? 25 mal 15? 25 mal 15, was? Ich habe einfach nur irgendwas gesagt. Nee, 25 mal 25. Komm. Rechner. Keine Ahnung. Was war's? 25 mal 25? Ja. 625.
Was, wie viel? 625. Echt? Wieso fragst du es, wenn du es dann nicht beim nächsten glaubst. Mal. Tschüss! Tschüss! Und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Obscurity zusammen mit der Julia und dem Link! Servus! Hallo! So. Das ist zum Verrücktwerden! Das heißt... So, alles raus. Aber es muss ja eh alles raus, weil ich ja da eigentlich... theoretisch... Mhm. ...den Altar hinbauen muss. Ist egal, ich mach trotzdem erstmal alles schön. Dann die da noch. Und die da. Die da. Die da. Gott. Die da, die da, die da, die da. Haben wir keine Spitzhacke, die man umstellen kann, dass sie mehr abarbeiten kann oder sowas? Glaub nicht. Hm. Alles per Hand machen, das sehe ich schon. Wir haben Hammer. Toll, ich mach ein paar Fackeln weg, so. Das erste, was passiert ist, spawnen irgendwelche Zombies bei mir, ey. Wenn du herkommst, kann ich dir was geben, womit du schneller abarbeiten kannst. Kann ich dann einstellen, so 3x3 oder sowas? Das macht immer 3x3. Ah, das ist gut, warte, ich komme zu dir. Wo bist du? Emmy. Haupthalle. Ah, bin da. Hallo. Mach grad spannende Sachen, ich werf alles, was du besitzt, auf den Boden und scan's. Warum? Warum? Weil Thaumcraft. Also alles. Das ist die Antwort auf alles, weißt du? Weil Thaumcraft. Aber doch nicht alles, oder? Doch, er muss alles scannen. Doch. Warum alles? Weil es besser ist, wenn er das alles hat, dann. Macht immer 3x3. Ah ja. Das hört sich ja voll spannend dann an, ey. Come on, ich erstelle Mana-Blättchen, yay. So, da muss ich nämlich das jetzt in nächster Zeit erstmal nicht mehr machen, theoretisch. Praxis wird es anders ausschauen, was ist jetzt schon? Guck mal, der Kuchen sieht jetzt schon wieder aufgehängt. Kuchen! Kuchen! Diese Sparkassen, boah, jetzt hätte ich voll Bock auf Kuchen. Die Sparkassenwerbung damals mit dem Kuchen fand ich immer voll geil. Ich will jetzt lieber ein Ei pellen. Ein was? Ein Ei pellen. Ja, Sparkassenwerbung, ist egal. So. Ich glaube, ich habe vorhin einfach noch nicht rausgenommen. Boah, ist das spannend. Premium. Wie viel habe ich denn noch? Zu viel, ich merke schon. Ich dafür XP? Nee. Dacht schon. Boah, Fetch! Sehr gut. Was? Hm, Fetch. Ich habe gerade ganz viele so Mana-Blütenblätter hergestellt. Jetzt haben wir mein Essen weggeworfen. Haben? Oh. So. Hm. Ist ja doof. Aber hier, glaube ich, war noch was. Das da habe ich mir aufgehoben, genau. So, jetzt kann es losgehen. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Was? Hä? Jetzt fliegen hier gleich die Löcher aus dem Käse. Geht's hinaus unser Bolognese. Bio. Ah ja, so ja, gut. Zwei von denen, einen von denen. Nein. Doch. Nein. Frühling. Ein solcher. Hellgrünes und ein grünes. Hellgrün. Grünes. Boah, toll. Und was ist das bitte? Eine Redstone-Wurzel. Wow. ja, toll. Alles gut. Ich wollte eigentlich mit... Hm? Mit, Blood Magic quasi anfangen und Boba ist mal die ganze Zeit nur ein Raum, ne? Seit Folgen. Toll, nicht wahr? Ja. So, jetzt brauche ich noch, wo ist die Schere? Egal, muss sein. Die Schere. Wow. Ja, bist du mir rübergekommen oder was?
Ist ein großer Raum geworden, oder? Ja. Ja. Ja, schau, und ich ernte jetzt erst hier Gras ab. Ist auch toll. Ich zieh gerade einen anderen Boden rein bei mir. Wahrscheinlich sieht man hinter sowieso nichts mehr von, weil ich ja einen Altar irgendwo hinbauen muss, aber das ist ja egal. Weil wir brauchen Redstone-Wurzeln. Dafür brauche ich aber erstmal Gras. Ich finde das voll spannend. Link, meinst du, der Raum ist ausreichend? Ja. Okay. Einmal Rasenmäher. Wir brauchen. Ich habe 25 mal 25 gebaut. Und 12 hoch. Muss reichen. Ja, das reicht erstmal. Da ist ein Creeper zwischen den Schafen, sollte uns das Sorgen machen? Nee, ist zwischen den Schweinen alles gut. Ja, nee, das ist der tarnt sich. Das ist der böse Wolf im Schaf. Ja, ja, ist eh nur zwischen den Schweinen, also von daher. Ja. Nichts passiert. Jetzt bin ich einmal außen rum gegangen. Episch. So. War das auch? Ah, oh, das ist so. Ach so, kann ich nicht gleich das größte Tier bauen davon? Mhm. Du musst so die Sachen dafür in den Tiers davor craften. Ach ja, stimmt, da war ja was. Da war ja was. Und da brauchen wir ja noch einen normalen Samen. Ach da. Brauche ich wahrscheinlich jede Menge Blut, ne? Genau. Haben wir irgendwas, was uns, was mir wieder. Achso, wir haben auch Pflanzen, die leben wieder regenerieren, ne, Julia? Ich glaube ja. Mit Sicherheit, also ganz bestimmt. Müsstest du sie erstmal herstellen? Ja. Wäre aber cool, Julia. Aha. Ja, maybe. Also, ich muss nämlich ganz viel von meinem Leben opfern. Ja, wenn ich das soweit bin, dann erzähle ich es dir. Ja, toll. Dann bin ich wahrscheinlich hier durch. Ja, sorry. Ah. Ja, passt schon. Alles gut. Claim Reward. So. Sehr schön. Was ein großer Raum. Mein Gott. Weißt du denn, wie die heißt? Nein. Toll. Ich weiß nur, dass es sowas gibt. Ja, es ist ein großer Raum geworden. Also ich habe halt hier hauptsächlich Pflanzen, die Mana regenerieren bisher. Mana generieren. Ich habe das ja in zwei verschiedene Teile aufgeteilt. Der obere Teil, nee, der untere Teil ist um Items oder sowas herzustellen und der obere ist für Mana. Ah ja. Ja, ich bin jetzt beim unteren. Damage out of Mana. 4, 5, Send to Clay oder Firing Furnaces. 10. 10, okay. 12 quasi. 12 ist da. Beldorn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das heißt, das hier ist die Mitte. Also wenn ich die Blume habe, gebe ich dir Bescheid. Aber wenn nicht, alles dann... Alles klar. Ja. Gut, danke. Bitte. 1, 2, 3, 4... Oh Gott, ich kann mir das nicht merken. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 13. Das heißt, gut, das hier ist die absolute Mitte. Okay. Ich geh's von hinten. Hm? Ja. Aber jetzt. Totenkopf, Mensch, Speed und Arbeiter. Red Blütenblatt. Wow. Red Blüten. Wir haben aber. Hä? Jetzt will ich am besten. Hallo Huhn. Hallo. Jetzt mache ich die hier einfach mal eben kurz. Reicht das? Also egal. Einfach weiter schüsseln. So. Da. Oh ja, das geht. Ach, mach mal alle. So. Was willst du? Willst du mich jetzt verarschen? Ups. Ja, will ich. Wer denn überhaupt? Das Spiel. Ach, da sind sie. Alles gut, alles gut, alles gut. Nichts passiert. Rafa hat Baum, Blatt, Erde und Mensch. Oh, Rafa ist ein Naturmensch. Was? Haust du mich? Ich hab dich gescannt. Du musst mich hier nicht hauen. Bäume, Pflanzen und Erde. Ja. Naturmensch.
Aber holla. Ich denke auch alles gern. Was? Rather hat Stroh in sich? Wow. Warum liegt hier Stroh rum? Das da und das da. Wie keiner reagiert. Ja, vielleicht, weil ich mir das noch nie angeguckt habe. Muss auch nicht, aber du kennst es trotzdem, oder? Ich war doch zwei davon. Vom Namen her halt, also, weil es halt immer wieder verwendet wird, ne? Ja, ja, eben. Weil sie halt immer wieder davon reden. Wackel. Hierhin. Oh Gott, Brother, Bienenmaschinen geben viel. Ja, so schön. Freu dich doch. Oh, davon so viel. Die Türkisen. Da brauchte ich nur mal. Hätte ich eigentlich ein bisschen verschieben sollen. Ah, egal. Hab ich da noch Platz nach links, nach rechts? Moment, gucken. Weißt du denn gerade auswendig, Link, ob diese Pflanze, die automatisch diese Blümchen da machen lässt, ob die in meiner Questreihe drin ist? Ja, die sind alle drin. Die hast du sogar schon hergestellt, die automatisch Blumen macht. Echt? Ja. Was ist hier hinter? Jaded Amaranthus, die erste. Ah, die habe ich gerade gemacht. Glaube ich. Obwohl, nee, komm, das ist nur so. Muss ja nicht übertreiben hier. Die habe ich hier, ja. Ja gut, jetzt pass auf. Jetzt haben wir hier das Büchlein. Weil hier stand aber... Ach, tatsächlich. Generating Flowers with Mana. Ach Gott, ja. Nein. Jaded Emerald. Let's flowers right here. Just for that purpose. Yeah! Feeding it with mana from mana pools will have it quickly grow new mystical flowers around it in any spots it can. Ja? Wenn du das sagst. It was this, or was the guy I was waiting for? Did he just send a bunch of flowers in there? Das heißt, ich baue die hier jetzt erstmal ab. Markiste, jetzt nervst du mich. Wieso hat er die jetzt wieder nicht selber aufgesammelt? Pack mal die mal da weg. Ach, die saugt das aber automatisch. Oder was? Mana. Ja. Ja, die zieht es automatisch aus dem Mana-Pool in der Nähe. Ah ja. Wow, sie hat schon eine gespawnt. Das ging richtig schnell. Nee. Ja, ja. So. Das Ding ist aber nicht das schnellste, ja? So, jetzt können wir das Ding mal in die Mitte stellen. Eigentlich ist die verdammt schnell. Ach, mit dem Opfermesser kann ich gar nicht mich selber schneiden, ne? Da brauche ich ein Opfer durch für, oder? Ne, mit dem Opfermesser geht's auch. Oh, also, ja. Wenn so circa alle 10 Sekunden eine Blume schnell ist. Passt. Hey, normal ist sie viel schneller. So. Ich höre Hühnchen. Tipp, jetzt müssen wir das hier. Your first blood orb. Schwacher blood orb. Das muss ich jetzt wieder, muss ich mal wieder überlegen, wie das geht. Ich glaube, ich pack mal hier, ich pflanze die eh nochmal um, sodass sie mehr, also wirklich die ganze Fläche ausreizen kann, die sie so nimmt. Weil die hat ja eine ganz, ganz große Fläche, was die da so spawnen kann. Oder? Soll ich das machen? Ja, könntest du, dann wird es halt auch schneller gehen. Die Frage, die sich mir halt nur gerade stellt, ist,
Aber abernten muss ich sie trotzdem noch selber, ne? Nee, da gibt's so ein Fass für. Ein Fass? Macht, okay. Ja. Ich brauche irgendwas, was Leben regeneriert. Link, gibt's da nicht irgendwas Tolles, Spannendes? Link? Baue ich dir. Folge vorbei! Das ist gut. Oh, ach ja, so, ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.